Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute nur im Radio bei 1 Live hier bei uns mit einer freien Themennacht. Und das heißt ja, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was, dann meldet euch hier, ruft an. Ich sag nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050, die Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Kim und die ist 25. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Kim. Ja, bei mir geht es um Folgendes. Und zwar, ich habe das seinen Kollegen auch schon erzählt, ich möchte es so machen, also dass es nur im Radio ist und das ist es ja heute, ne? Ja. Okay, weil bei mir geht es darum, ich war mit meinem Freund und einem sehr guten Bekannten in der Disco. Ja, wann? Wir haben ziemlich viel Alkohol getrunken. Mhm. Und wir haben bei ihm geschlafen. Und eigentlich nur ich mit meinem Freund auf dem Sofa, von denen in der Stube. Ja. Und ich bin aufgewacht, morgens, ich weiß nicht, vielleicht 5 Uhr, 6 Uhr, mhm, weil sein Sohn geschrien hat. Und von dem Bekannten? Von dem Bekannten, mhm, ja. Und da ist er mir drinne gewesen. Da ist er in dir drinne gewesen? Ja. Das heißt, er lag neben dir? Er lag neben mir, ja. Und dein Freund lag auch neben dir? Mein Freund lag auch neben mir. Auf der einen Seite der Freund, auf der anderen Seite der Bekannte. Ich lag in der Mitte, ja. Du lagst in der Mitte. Als du eingeschlafen warst, ja, lag der Bekannte aber noch in seinem Bett. Also ich weiß, dass ich mit meinem Freund alleine aufs Sofa gegangen bin. Ja. Und bekleidet. Und bekleidet. Allerdings, hinterher war ich... Genau, das wollte ich gerade sagen. Hinterher warst du nackt. Komplett, aber komplett. Wie besoffen warst du? Ja, ich war also sehr betrunken. Sehr, müssen wir so sagen, ne? Muss ich ehrlich zugeben. Ja, sonst weiß man ja, was da in der Nacht vor sich geht. Am Morgen, so, ja. Ja gut, während der Nacht. So, das ist natürlich jetzt eine Hammer-Situation. Du wachst auf, ja, und befindest dich mitten im Koitus quasi, ja, ne, mit dem Bekannten von euch. Dein Freund schläft auf der anderen Seite neben dir. Wie hast du reagiert? Ja, ich habe so reagiert, dass, also ich habe das gemerkt, ich denke, boah, und dann habe ich gedacht, naja, das kann nicht mein Freund sein. Ich habe meinen Freund im Arm gehabt, ja, er lag vor mir. Und dann habe ich meinen Freund angestupst, mhm, weil er ist dann, der Bekannte ist aufgestanden, zu seinem, mhm, Sohn gegangen, mhm, also aus mir raus. Mhm. Dann habe ich nur gesagt, ich sage, der war in mir drin und er so, wie? Und er war auch ziemlich betrunken, ja. Er hat mich nur hochgerissen, hat mich ins Badezimmer geschleppt, wo eine Tasche stand. Und hab mich in meine Unterwäsche oder Pyjama oder keine Ahnung was geschleppt und ins Auto. Und wir sind einfach nur gefahren. Das war's. Aha. Also der Freund hat das sofort kapiert, obwohl er wahrscheinlich... Er hat sofort geschnallt, ja. Und er war offensichtlich auch sehr betrunken, dein Freund. Sehr betrunken, ja. Also er ist noch ziemlich betrunken. Sind wir noch nach Hause gefahren, 30 Kilometer. Wann war das? Das war vor 6 Wochen. Mhm. Also Samstag wird es 6 Wochen. Ja, so, dann am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen, habt ihr Kontakt aufgenommen? Hast du Kontakt aufgenommen zu diesem Bekannten? Nein, also ich direkt nicht. Also mein Freund hat in der gleichen Nacht noch eine SMS geschickt, mhm, an den Bekannten. Und irgendwie ziemlich heftig. Irgendwie nur irgendwie, ich töte dich oder wenn ich dich sehe, dann töte ich dich. Halt, wie man so ist, wenn man betrunken ist, ja, mhm, oder aufgebraust ist. Und daraufhin hat seine Frau, er ist ja verheiratet mit Kind, hm, hat seine Frau am nächsten Tag eine SMS nur geschickt, nette Mail und also ich hätte meine Jacke da vergessen. Achso, ist gar nicht drauf eingegangen. Nee, ist gar nicht drauf eingegangen. Natürlich. Sag mal, was ich gerade noch fragen wollte, als ihr dann weggefahren seid in einer hektischen Aktion morgens um 5, ja, das hat er doch dann auch mitbekommen, der Bekannte. Also er stand noch auf dem Flur. Also er kam gerade aus dem Kinderzimmer, ja, und stand dann auf dem Flur. Gab es da kein Wort, kein Wortgefecht zwischen ihm und deinem Freund oder zwischen dir und ihm? Also überhaupt nicht. Also wir sind sofort runter. Also es waren vielleicht 3 Minuten. Mhm. Also es ging unheimlich schnell und
Na gut, in dem Sinne bete ich auch dafür, dass wir sofort gefahren sind, auch wenn es also ziemlich betrunken, mein Freund war auch ziemlich betrunken. Ich wollte gerade sagen, ihr seid euch ja im betrunkenen Kopf dann gefahren. Und das noch ziemlich weit, ja. Also immerhin 30 Kilometer circa. Auch schlimm genug, ne? Und also ich bin froh, dass wir trotzdem gefahren sind, weil ich weiß nicht, was sonst passiert wäre. So, jetzt habt ihr die eine SMS, das habt ihr geschrieben und hat er geschrieben und da ist eine harmlose zurückgekommen, aber 6 Wochen sind seitdem vergangen. Ja. Gab es sonst keinen Kontakt zwischen euch und ihm? Überhaupt nicht. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, dass also ich eigentlich mit meinem Freund zusammenwohne und also ich habe ein Kind. Mhm. Und er hat mein Kind anerkannt, also es ist unser Sohn eigentlich, ja. Mhm. So sehen wir das. Aber ich verhüte nicht, weil mein Freund zeugungsunfähig ist. Und der Bekannte hat auch nicht verhütet. Ist es zur Ejakulation gekommen? Das glaube ich nicht. Mhm. Also zumindest in dem Punkt, wo ich aufgewacht bin, glaube ich es nicht. Weil er war ja noch mittendrin eigentlich. Mhm. Und du hast es nachgeprüft. Es geht ja nicht nur darum. Nee, natürlich nicht. Es geht nicht darum. Aber das kannst du ja bis zu einem gewissen Maße nachprüfen, ob es denn passiert ist. Ja, das kann ich machen. Das ist nicht passiert. Also, das hast du nicht bemerkt danach, dass da Sperma in dir war. Nein, habe ich nicht. Mhm. Ja, das ist natürlich eine Geschichte. Jetzt sag mir nochmal, am Anfang ist das ein bisschen untergegangen. Wie nah ihr mit diesem Bekannten befreundet seid? Sehr nah. Sehr nah. Also es steht unserer kompletten Familie, ob es meine Eltern sind, meine Schwester, komplett nah. Und wieso hast du ihn da nicht mal angerufen und hast gesagt, ja, was ist da passiert? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Das kann ich nicht. Warum nicht? Aus einem ganz anderen Grund, weil ich kann da nicht mal mit meinem Freund richtig drüber reden. Das geht ja auch nicht. Also wir wohnen ja eigentlich zusammen, ja. Aber er ist momentan bei seinen Eltern. Warum kannst du das nicht? Na, weiß ich auch nicht, warum. Weil ich mich eigentlich, also ich ekel mich eigentlich vor mich selbst irgendwo. Ja. Ich fühle mich unheimlich benutzt. Hast du, klar, das ist ja auch verständlich. Im Nachhinein stelle ich mir das, oder bilde ich mir das so ein, wie das eventuell gewesen ist. Weil ich weiß, ich bin komplett mit Klamotten eingeschlafen, ja. Das weiß ich. Aber warum kannst du da nicht mit deinem Freund darüber reden? Das weiß ich nicht. Er fragt mich das auch ständig. Ja. Er sagt auch ständig, lass uns irgendwo, oder was weiß ich, ich bringe dich irgendwo hin, wo Hilfe gibt oder so, ja. Aber... machst du dir in irgendeiner Weise Vorwürfe? Redest du dir eine Schuld ein, dass du vielleicht nicht aufmerksam genug warst oder dass das rede ich mir ein, auf jeden Fall. Und er sich auch. Dein Freund? Mein Freund, ja. Redet sich das ein. Mhm. Mhm. Er sagt auch ständig, wenn ich nicht so viel getrunken hätte, wäre das nicht passiert. Oder wenn wir da nicht hingefahren wären. Mhm. Weil wir sind eigentlich selten weg irgendwie, auch wegen dem Kind. Mhm. Und gerade dieses Wochenende wollten wir irgendwas machen und das hat sich halt gepasst, ne? Diskothek und bei ihm schlafen, weil... Er war wahrscheinlich, ich sage das jetzt nicht entschuldigend, aber er war wahrscheinlich auch sturzbesoffen, ne? Der Bekannte, der Freund. Ja, das weiß ich nicht. Also eigentlich ist er nicht so der Trinker. Also dass er nicht so sehr viel getrunken hat. Aber ihr wart ja zusammen, du hast ja gesehen, ob er viel getrunken hat. Ja, aber in der Disco war... Also kriegt man das nicht so mit, ja. Mhm. Nicht so oft gesehen. Und ich denke mal, wenn er das noch machen, und ich kenne ja Männer, ich weiß ja nicht, ob das dann noch so... Und er wusste ja auch, er muss für seinen Sohn morgens da sein, weil seine Frau ist ja zur Frühschicht gefahren. Also da kann ich mir das sehr gut vorstellen und das sehr gut nachvollziehen, dass man sich da sehr, 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 ja, du hast es richtig ausgedrückt, benutzt vorkommt. Ich fühle mich richtig ekelhaft. Ja, ich ekel mich vor mich selber. Ja. Wobei du keine Scham haben musst, weil du da keine Schuld dran trägst. Nein, eigentlich nicht. Nein, nicht eigentlich. Nein, du trägst keine Schuld. Ja. Wenn du da wirklich besoffen liegst und schläfst und dich zieht ein anderer Mann aus und schläft mit dir, was hast du denn für eine Schuld? Keine. Ja. Überhaupt keine Schuld. Das ist ein ganz ekelhaftes Vorgehen. Das ist ein widerwärtiges Vorgehen. Ich stell mir das halt so vor, er hat wirklich gewartet, bis seine Frau zur Frühschicht war, ne? Mhm. Und ist dann irgendwie aufs Sofa gekommen. Mhm. Und das ist das Problem. Und das Problem ist ja auch noch, dass seine Frau halt dann eine Mail geschickt hatte. Ich meine, das Ding ist ja noch, mein String fehlt. Was? Der fehlt ja auch noch. Dann was? Und der muss da ja, meine Unterwäsche. Mhm. Und die muss da ja auch noch irgendwo liegen. Oder er hat es halt verschwinden lassen. Also jetzt kann man nur noch überlegen, wie sehr besoffen war er, dass er es gemacht hat. Wenn er relativ, also je nüchterner er war, desto schlimmer ist es ja. Mhm. Ne? Ich will es nicht entschuldigen, wenn er besoffen ist, das ist keine Entschuldigung, aber je mehr er ausgeschaltet war, desto
weniger trägt er vielleicht auch direkt so die Schuld, wobei man das auch sehr vorsichtig ausdrücken muss. Das ist jetzt fast auch alles egal. Schlimm ist, dass das mit dir passiert ist. Und die Frage ist jetzt, wie damit umzugehen ist. Also ich weiß es nicht. Du kannst mit dem Typ nicht reden. Das widert dich das an. Das will ich auch nicht. Du hast keinen Bock drauf. Also ich sage permanent, ich möchte den überhaupt nicht wiedersehen. Hast du denn jetzt in den letzten 6 Wochen mit deinem Freund schlafen können? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Kein Kontakt. Überhaupt nicht sexuell, gar nicht. Das heißt, die Idee von deinem Freund, dass er dich irgendwo hinbringt, wo du, ich sag mal, eine ambulante psychische Hilfe bekommst, psychologische Unterstützung bekommst, finde ich sehr richtig, finde ich sehr gut. Ja, ist auch in dem Sinne. Es ist ja eine Form von Vergewaltigung, das muss man ja so klar ausdrücken. Ja. Und die Folgen sind ja hinlänglich bekannt bei den Menschen, die das hat. Also insofern finde ich das schon sehr richtig, dass da eine Hilfe von außen angesagt wäre. Ja, aber ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Ja, ob ich das so, weiß ich nicht. Aber du hast ja, du hast ja auch hier angerufen. Ja, weil ich deine Sendung immer sehe. Ja, und es ist anonym, das verstehe ich schon. Aber wenn du zu einem Psychologen gehst, bist du ja auch anonym. Dieser Mensch unterliegt ja der Schweigepflicht und wenn du dem die Geschichte erzählst, kann dir ja nichts passieren. Mhm. Ich würde dir gerne über meinen Psychologen noch ein paar Adressen geben. Das heißt, wenn du dich entscheidest dazu, dass du dann auch direkt weißt, wohin du gehen sollst. Okay. Ja? Ja, das wäre lieb. Liebe Kim, du legst bitte auf und Johannes ruft dich an. Okay, ich danke dir. Alles Liebe, tschüss. Ja, tschüss. So, Freunde. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 220 5050, Telefon-Talkshow hier im Radio bei 1 Live. Wir haben eine freie Themennacht, das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal. Über was? Markus ist der Nächste und Markus ist 31 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian, schönen guten Abend. Hallo Markus. Also ich war seit meiner Kindheit in einer Sekte drin durch das Elternhaus und bin also vor 2-3 Jahren ausgestiegen. In einer Sekte? Mhm. In welcher? Zeugen Jehovas. Ah, Zeugen Jehovas. Die mit den Wachtürmen, ne? Richtig, genau. Die gerne an den Hausecken stehen und gerne auch schon mal Hausbesuche machen. So unmenschlichen Zeiten, ja. Und uns die Welt erklären wollen, ne? Und den Weltuntergang auch erklären wollen. Mhm. Also da bist du reingeboren. Richtig. Mhm. Und bist rausgegangen? Wann? Also das war ja so ein schleichender Ausstieg, aber dass ich die Zeugen also nicht mehr unterstütze und dorthin gehe, das war also ungefähr seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Ich gehe davon aus, dass deine ganze Familie bei den Zeugen Jehovas ist. Richtig. Mhm. Wie hast du es dann geschafft oder woher kam der Impuls, dass du gesagt hast, ich will da eigentlich nicht bei sein und ich quäle mich da raus? Also zunächst waren es einfach Zweifel an der Lehre und vor allem auch an einem rigiden, totalitären System. Woran hast du gezweifelt? Was waren so die Punkte? Also insbesondere waren es eben, dass es gar nicht mehr ums Christliche ging, also die Nächstenliebe und Liebe zu Gott, sondern dass es einfach darum ging, eine Menge Regeln aufzustellen und vor allem, dass das eigene Denken praktisch aufgeschaltet wurde. Welche Regeln waren dir am meisten zuwider? Da geht es zum Beispiel um all das, was eigentlich Spaß macht, was menschlich ist. Also auf Partys gehen oder eine Beziehung haben. Also Sex, man darf nicht auf Partys gehen. Mhm. Man darf nicht Alkohol trinken. Alkohol schon und Partys sind auch erlaubt, aber in dem Maßstab, der da gesetzt wird, gibt es natürlich eigentlich keine Partys. Mhm. Also es ist sehr rigide. Und Sex ist auch ein ganz schlimmes Thema, glaube ich, ne? Vor der Ehe verboten. Mhm. Absolut verboten. Ja. Wenn man dagegen verstößt, ist man schon halb in der Hölle, ne? Richtig, ja. Mhm. Sagst du noch einige Beispiele? Ja, es gab natürlich auch ein paar Lehren, mit denen ich Probleme hatte und vor allem, dass die Lehren dauernd geändert wurden. Zum Beispiel Zivildienst war lange Zeit verboten als Ersatzdienst. Das hatte zur Folge, dass in Frankreich viele ins Gefängnis mussten, viele junge Männer. Dann wurde diese Lehre plötzlich geändert in einen dieser Wachtürme und plötzlich war es wieder erlaubt. Aber es hieß ja immer, es ist eine Gewissensscheidung. Das heißt, wenn ich in der einen Woche mit meinem Gewissen in Anführungszeichen entschieden hätte, ich gehe nicht in die Armee, sondern in den Zivildienst, wäre das eine Sünde gewesen. Und nach diesem Wachturm wäre es auf einmal okay gewesen. Wie hast du es für dich entschieden? Wie hast du es gemacht, als du in dem Alter warst? Ich war zum Glück untauglich. Du warst untauglich. Wieso war man auch gegen den Zivildienst? Weil es da wohl irgendeine Klausel gab oder gibt, die besagt, dass im Notfall auch der Zivildienstleistende für Kriegszwecke genutzt werden kann.
dazu muss man voraussagen, dass die Zeugen Jehovas natürlich auch gegen den Kriegsdienst sind. Ne? Mhm. Das an sich ist ja gut, aber das muss ja eine eigene Gewissensentscheidung sein. Ja. Das kann nicht so vorgesetzt werden. Verordnet werden, ne? Von einer Glaubensgemeinschaft, ja. Sagst du noch einige Beispiele? Also ja. mir fällt zum Beispiel ein, diese unsägliche Regelung mit den Bluttransfusionen. Das ist auch so ein Thema, ja. Das heißt, die verbieten nach einem Unfall eine Bluttransfusion. Ja, richtig. Und Organtransplantation waren bis vor einiger Zeit auch verboten und dann wurde das auch erlaubt. Das ist auch so ein typisches Beispiel. Vorher wäre man gestorben und eine Woche später ist der Wachturm dann erschienen, war es plötzlich erlaubt. Das ist halt das Schlimme, dass das so diktiert wird. Also der Wachturm, kann man quasi sagen, ist so das Organ, ne, von denen. Richtig, das genau. Das Glaubensorgan und Medienorgan auch. Vor 2 Jahren ausgetreten, rausgegangen mit 29. Wie haben denn dann die Gemeindemitglieder und auch insbesondere deine Familie darauf reagiert? Also ich habe das geschickt gelöst durch einen Ortswechsel. Ich bin weggezogen und habe einen neuen Job und halt eine neue Stadt gesucht. Dass das mit den Freunden nicht so schlimm war, aber mit den Eltern ist es natürlich noch schwierig. Und das kam halt am Anfang viele Verurteilungen. Das ist ja alles teuflisch, was du jetzt machst und fleischlich und... Also das sind so die Begriffe, ne? Das ist teuflisch und das ist fleischlich, ne? Ja. Das kenne ich auch aus dem Kontakt mit den Zeugen Jehovas, dass man diese Begriffe gebraucht. Ja. Hast du den Eindruck, dass du dich ein ganz klein wenig verständlich machen kannst bei den Eltern oder redest du da wirklich gegen Betonwände? Also ich merke, dass es sich langsam etwas entspannt. Am Anfang kam es mir tatsächlich vor wie eine Betonwand. Können sie dich verstehen? Sie tolerieren es jetzt langsam, aber verstehen tun sie es nicht, weil sie eben noch richtig gebrainwashed sind und sich nicht vorstellen können, wie jemand so eine Gemeinschaft verlassen kann, freiwillig. Also, du sagst, letztendlich ist das Gehirnwäsche, was mit den Leuten da gemacht wird. Ja, auf jeden Fall. Hat man dir Schwierigkeiten gemacht? Also es wurde respektiert und das, also... Also von Seiten der Gemeindemitglieder meine ich jetzt, auch wenn du weggezogen bist. Nee, also... Nee, das zum Glück nicht. Du bist, ich sagte es, 31 Jahre alt. Wann hast du denn deinen ersten sexuellen Kontakt gemacht? Das war vor 6 Wochen. Vor 6 Wochen, ehrlich? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich anrufe, weil ich merke, dass der Ausstieg an sich mir zwar ganz gut gelingt, also was jetzt die Lehren und das Kognitive und so weiter betrifft, aber dass da halt immer noch dieser alte Zeugenteil in mir ist, sozusagen. Also der Druck kommt nicht so sehr von außen, sondern von mir. Das schlechte Gewissen ist irgendwie noch da, was man dir anerzogen hat, ne? Richtig, das kann ich nicht so schnell in... Das heißt, du hast jetzt, wenn du vor 6 Wochen deinen ersten Sex hattest, das zwar getan, aber mit einem schlechten Gewissen, dass du es nicht genießen können. Also beim Sex ging es einigermaßen, aber danach und vor allem am Morgen danach war es ziemlich schlimm. Hast du es der Frau, ich gehe mal davon aus, dass du heterosexuell bist, hast du es der Frau gesagt, dass du... Ja, da habe ich alles offen gesagt. Sie wusste auch, dass ich ihr erste, dass sie meine erste war. Wie war das für dich das erste Mal im Alter von 31? Schön, auf jeden Fall schön. Also ich habe das auch genossen. Also es ist eine ganz andere Erfahrung, als wenn man es alleine für sich macht, auf jeden Fall. Hast du es alleine für dich früher gemacht? Darf man das bei den Zeugen? Offiziell ja auch nicht, aber das ist so ein Graubereich. Das wird geduldet, aber auch nicht gerne gesehen. Ja, man kann es ja nicht kontrollieren. Ja, genau. Also du hast es dann schon als Junge gemacht, aber auch wahrscheinlich mit einem schlechten Gewissen, oder? Ja, das war jahrelang eigentlich ein schlechtes Gewissen dabei. Gab es denn so unter euch Jugendlichen da in der Gemeinde schon so Freundschaften, wo man auch über solche intimen Dinge gesprochen hat und wo man so ein bisschen zusammengehalten hat? Oder war das da auch alles sehr steif und verkrampft? Nee, das hat sich niemand getraut, weil im Grunde genommen ist das ja auch so ein bisschen Stasi-ähnlich strukturiert. Ne? Das heißt, wenn einer sowas berichten würde, wenn mir das einer berichten würde als Zeuge, wäre ich in der Regel verpflichtet, dann irgendwas zu unternehmen, dass ich ihm sage, hey, damit musst du mit den Ältesten sprechen. Oder wenn er das nicht macht, würde ich selbst zu diesem Oman gehen und das berichten. Wie nennt man das Oman? Bitte? Wie nennt man das Oman? Ältesten, die Ältesten. Achso, das habe ich gerade falsch verstanden. Der Älteste, also der Ober... Die Oberen, genau. Die Oberen, achso. Das sage ich jetzt, das ist nicht der offizielle. Achso, ja. Du hast also die Vermutung oder die Befürchtung, dass obwohl du jetzt so real von denen weg bist, dass das noch viele Jahre in dir nachwirkt, weil du eben so lange konditioniert worden bist von denen. Richtig. Das heißt, das wird ein jahrelanger Kampf noch sein und du wirst dich immer wieder dabei ertappen, dass du noch im Sinne der Zeugen irgendwie tickst, ne? Richtig.
schmerzlich bewusst wurde mir das halt, dass jetzt meine erste Beziehung darauf draufgegangen ist. Ne? Die hat jetzt auch nur 6 Wochen gehalten. Mhm. Sie hatte zwar viel Verständnis, aber ich hatte dann halt meine Crashs oder meine Abstürze, wo ich dann auch 2 Tage oder 3 Tage ziemlich depressiv war und da lief dann halt nicht viel von meiner Seite an. Aber dennoch muss ich dir ein Kompliment machen und meinen Respekt zum Ausdruck bringen. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, wenn man in einer solchen starren Gemeinschaft ist, wirklich aufgrund eigener Erkenntnisse und eigener Gefühle den Weg nach draußen zu gehen. Das finde ich schon toll und das ist ja nicht zu spät. Das ist ja, es ist ja, du hast die ganze, alles liegt ja noch vor dir. Es ist zwar mühsamer jetzt, aber vielleicht kannst du auch vieles viel, viel bewusster und noch besser erleben als Leute, die das eben nicht so hinter sich haben. Das ist immer der Vorteil, wenn man eine solche Biografie hinter sich hat. Da hast du recht, ja, das ist auf jeden Fall so. Ne? Also man kommt sich vor wie ein Pubertärer manchmal, irgendwie ist das auch schön. Aber mich beschäftigt halt die Frage, wird das jetzt immer so sein? Wird das langsam abschwächen oder muss ich mich daran gewöhnen, den Rest meines Lebens, dass da immer noch so ein Teil ist, der sich meldet und sagt, was war jetzt Sünde? Ich glaube, dass das noch sehr lange so sein wird, Markus. Mhm. Es wird sich aber abschwächen. Nur die Erinnerung daran, die wirst du nie vergessen. Mhm. Die wirst du nie verlieren, was ja auch normal ist. Dieser Kampf, der wird noch lange dauern in dir, bis du das, ich würde mal sagen, so die gravierenden Punkte von dir abgeschält hast. Und das ist halt die Frage, bin ich jetzt überhaupt beziehungsfähig, ne? Oder sollte ich da erstmal mich selbst noch mehr in den Griff kriegen und dann erst wieder schauen? Ach, ich würde es einfach probieren, immer wieder versuchen, immer wieder machen. Ich glaube, dass einem das nur gelingt durch Handeln, durch die Tat und nicht durch nur und nicht alleine durch theoretische Reflexionen. Mhm. Was würdest du denn sagen, was ist das letztendlich das für dich Schlimmste, was du mit den Zeugen Jehovas verbindest? Eben dieses rigide, totalitäre und dieses Brainwashing. Ne? Mhm. Du hast gerade Stasi-Strukturen gesagt, das ist ja schon, das sagt ja eigentlich schon alles aus, ne? Ja. Mhm. Warst du während deiner Zeugen Jehovas Zeit eigentlich gläubig oder hast du das auch da nur so mitgemacht? Auf jeden Fall. Also ich habe das mit Herz und Seele gemacht und auch da so eine gewisse kleine Karriere auch gemacht und viele Vorträge gehalten und habe das auch wirklich geglaubt. Das heißt, würdest du heute auch noch sagen, dass du Christ bist? Ja, auf jeden Fall. Ich bin nach wie vor christlich geprägt, aber hab jetzt natürlich eine gewisse Abscheu oder Scheu vor alles, was organisiert ist in der Hinsicht. Ne? Wobei ich gerade so eine Idee hatte, wenn du noch christlich geprägt bist und dir das auch eine gewisse Heimat darstellt, wäre es vielleicht nicht so falsch, wenn du dir einen neuen liberalen religiösen Ort suchen würdest, vielleicht in der evangelischen Kirche. Ja. Ne? Da gibt es ja nun wirklich sehr, sehr, sehr liberale Zonen, was für deine gesamte Entwicklung sicher auch gut wäre. Mhm. Und du hast wiederum den Rückhalt auch und bist nicht so ganz alleine und hast auch noch ein offenes Ohr, dass du mit Menschen sprechen kannst, die dich noch anders verstehen werden, als wenn du mit Atheisten sprichst. Mhm. Also ja, zu bedenken wäre das. Ich habe mir das auch schon und da so ein bisschen schon im Internet geguckt, aber weiß nicht, ich hatte mich zum Beispiel mal für die Unitarier interessiert, die ja offensichtlich auch sehr liberal sind. Und dann hatte ich irgendwie rausgefunden, dass die irgendwie auch rechtsextrem so ein bisschen angehaucht seien. Weiß nicht, ob es stimmt, aber das hat mich schon wieder so abgestoßen, dass ich sagte, dass es in jeder organisierten Religion wird es irgendwo mindestens eine Handvoll Leute geben, die das missbrauchen, den ganzen Apparat. Mit Sicherheit. Die Zeugen halt auch. Ja. Daher scheue ich mich dann auch wieder sozusagen vom Regen in die Traufe zu kommen. Ja. Kann ich nachvollziehen. Aber dennoch finde ich das einen Gedanken, den du weiterverfolgen solltest. Und es drängt dich ja auch nichts. Such einfach. Mhm. Es gibt große liberale Bereiche auch in der katholischen Kirche, wo man sich, wenn man christlich orientiert ist, sicher sehr gut aufgehoben fühlen kann. Mhm. Ja, das wäre mal eine Idee. Das könnte ich nochmal machen. Ja. Aber jetzt muss erstmal das Zeugen Jehovas Gewissen muss bereinigt werden. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite im Verkauf in einem Verlag. Durftest du denn damals auch so diese Ausbildung machen, so wie du wolltest? Nein. Also offiziell darf natürlich jeder machen, was er will. Aber ich habe da natürlich durch Freunde in der Gemeinde und auch durch Eltern
einen Beruf gewählt, wo ich dachte, der mir für die Zeugensache nützlich sein könnte. Und zwar hatte ich Drucker gelernt, damit ich mal in der Wachturmdruckerei arbeiten könnte. Ach so. Aber du bist jetzt in deinem Beruf dennoch zufrieden? Ja, das ja, auf jeden das Fall. Ja. Hast du eigentlich so als Jugendlicher, als junger Mann, durftet ihr Fernsehen gucken, so Unterhaltungssendungen gucken? Ja. Shows gucken, Radio hören? Das war meistens im Familienkreis und die Mutter hatte halt die Fernbedienung und sobald irgendwie eine Liebesszene oder eine Gewaltszene kam, wurde kurz weggesappt und dann mal wieder geguckt, oh, es läuft noch, also schnell wieder weg. Ja. Also so eine Art Zensur halt. Ich hatte mal vor vielen Jahren ein ganz erschütterndes Gespräch hier in der Sendung, auch mit einer, einer Frau, die bei den Zeugen Jehovas war und deren Sohn schwul war, geworden war. Und der Junge hat sich dann auf, letztendlich muss man das so sagen, aufgrund des schweren Gewissensdrucks, der ausgeübt wurde von den Zeugen, umgebracht. Ach, wie schrecklich. Und die Frau war wirklich auch völlig am Ende und das war für sie der Punkt, auch sich von den Zeugen zu lösen. Weil dieses Thema ist natürlich auch völlig tabuisiert, ne, bei den Zeugen, was für Homosexualität. Richtig. So, Markus, ich gratuliere nochmal, dass du es geschafft hast. Bin guter Dinge, dass du es weiterschaffen wirst. Wenn man das schon hinter sich hat, dann kann einem, glaube ich, nichts mehr passieren. Und wünsche dir von Herzen alles Gute und geh weiter ran und versuche, dich zu trainieren und geh in Beziehung und mach es einfach. Gut, einfach weiter probieren. Alles weiter probieren, genau. Alles klar. Alles Gute. Vielen Dank, Dominik. Tschüss, Markus. Tschüss. 0800 220 50 50, meine Telefonnummer hier im Studio, live, wenn ihr mich erreichen wollt, dann ruft die Telefonnummer an oder mailt unter domian@wdr.de. Lars ist jetzt hier und Lars ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Lars ist nicht mehr da. Dafür hoffe ich aber, dass die Melanie da ist. 19, hallo. Hallo. Ja, Melanie. Ja. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, dass ich in einer Doppelbeziehung lebe. Aha. Das hören wir ja nicht so gerne. Ja. Also erzähl mal die näheren Umstände. Eine Doppelbeziehung. Das heißt, du hast einen... Erzähl mal, wie es bei dir aussieht. Also bei mir sieht es so aus, dass ich einen Freund habe, den ich schon seit 11 Jahren aber kenne. Ja, mit dem, wie lange bist du mit dem zusammen? Also ich bin jetzt mit dem zusammen 4 Monate. Ja. Und ich war halt 11 Jahre mit ihm gut befreundet, also so gesagt, das war mein bester Freund. Ja. Ich kann mit ihm über alles reden. Ich kenne auch seine Freundin, mit der bin ich auch schon super lange befreundet. Ach so, der hat auch noch eine Freundin? Ja, genau. Und die haben vor kurzem ein Kind bekommen. Und irgendwann saßen wir halt bei mir zu Hause und haben uns ein bisschen unterhalten über unsere ganzen Probleme und dann ist es irgendwie dazu gekommen, dass wir halt miteinander geschlafen haben. Ach, da ist es irgendwie dazu gekommen. Ja. Am Anfang haben natürlich beide gedacht, einmal und das war's. So, Eva, jetzt in die Details gehen. Du sagst Doppelbeziehung, das heißt, da gibt es irgendwie noch einen Mann. Nee. Ach so. Ich lebe ja in dieser Beziehung, das ist ja das Problem. Ach so, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich dachte, du hättest zwei Männer. Er hat zwei Frauen. Er hat zwei Frauen. Ja. Und ich weiß einfach nicht, wie ich mittlerweile damit umgehe. Eigentlich ist es dein bester Kumpel, ne? Oder ein super guter Kumpel. Ganz genau. Kumpel ist vielleicht noch ein bisschen zu blöd ausgedrückt. Dein so richtig guter Freund von dir. Ganz genau. Kindergartenfreund. Nein, nicht Kindergartenfreund. Naja, aber so ungefähr. Schon. 11 Jahre, ja. Da warst du ja auch noch nicht so ganz alt. Ja, genau. Also vor 11 Jahren. Wie ist das denn dazu gekommen? Wer hat den Anfang gemacht? Du oder er? Ich weiß gar nicht, es kam einfach so. Nee. Einer macht immer den Anfang. Gibt's nicht. Es kam einfach so. Es fällt nicht vom Himmel. Einer fängt an zu grabbeln oder so. Na, wir haben uns angeschaut, wir haben uns unterhalten und dann haben wir uns halt geküsst. Und bei diesem Kuss ist es halt nicht geblieben. Ich habe mir in dem Moment auch nicht irgendwie dabei gedacht. Ich habe natürlich in dem Moment nicht an seine Frau gedacht, nicht an sein Kind gedacht. Wo war die Frau eigentlich in dem Moment? Die ist zu Hause immer. Und diese Sache ist passiert bei dir? Genau. Ich bin alleine und daher waren wir auch oft halt bei mir und dann ist es halt dazu gekommen. Und jetzt sind wir halt schon 4 Monate zusammen. Ja, das war jetzt der Anfang. Nun kann man ja sagen, einmal ist vielleicht keinmal, schwamm drüber und ab in die Vergangenheit damit. Aber es ist viel öfter schon passiert seitdem. Genau, wir haben uns dann halt nach diesem einen Mal nächsten Tag wieder getroffen und haben probiert, über alles zu reden. Und also probiert. Wir haben nicht richtig drüber geredet. Wir haben es so gesagt verschwiegen gegeneinander. Wir haben immer gesagt, ja, es passiert und gut, ne? Und dann ist es halt nochmal passiert.
Klartext heißt das, ihr habt nicht noch kein Mal richtig darüber geredet? Nein, noch nicht einmal. Und wie viel Mal Sex hattet ihr schon in diesen 4 Monaten? Können wir es noch zählen? Nein. Mhm. Also richtig zählen kann man es nicht. Was ist das jetzt? Was ist es? Lass uns über dich reden. Wir beide unterhalten uns ja. Was ist es für dich? Ist es, bist du verliebt? Oder ist es einfach eine sexuelle Sehnsucht und Lust? Nee, es ist schon doch verliebt, auf jeden Fall. Und das fällt dir jetzt gerade, ist dir jetzt erst eingefallen, dass du dich vielleicht in ihn verlieben könntest? Vorher ging das nicht. Vorher habe ich mir gedacht, ja, es ist schön, mit ihm zu schlafen, es ist gut und Feierabend. Und man hat sich dann jeden Tag gesehen, man hat sich unterhalten, man hat den Menschen in einer Beziehung dann im Endeffekt gesehen. Also man hat sich im Endeffekt etwas aufgebaut, wo eigentlich erstmal noch gar nichts war. Und das wird ja, wer hat sich da was aufgebaut? Also wir haben uns im Endeffekt was aufgebaut. Wir haben uns dadurch, dass wir uns halt dann jeden Tag getroffen haben. Also du redest jetzt von den letzten 4 Monaten? Genau, wir haben uns ja eigentlich dann jeden Tag getroffen. Wir haben uns jeden Ich meine, wie seltsam, dass du dich nicht vorher in ihn verliebt hast, schon vor 1 Jahr oder vor 2 Jahren, bevor er seine Partnerin kennengelernt hat. Nein, ich habe das vielleicht immer etwas unterdrückt. Warum? So. Warum habt ihr es vorher unterdrückt? Also ich habe es unterdrückt. Wie es mit ihm ist, weiß ich nicht. Er redet nicht gerne über so etwas. Er ist immer ein bisschen Pudel, der immer sagt, ja, keine Lust jetzt zu reden und so, lass mal Fernsehen gucken. Wie alt ist er eigentlich? Er ist 22. 22. Hat eine Partnerin und ein Kind. Genau, gerade 4 Monate alt. So, und wie soll das jetzt weitergehen? Ja, also ich deswegen rufe ich an, ich weiß nicht mehr weiter. Ich sitze zum Beispiel zu Hause und ich muss permanent an ihn denken. Dann ruft er mal an und ich freue mich auch, wenn er dann anruft. Ja. Und dann sagt er, ich muss auflegen, Nadine, also deine Freundin kommt nach Hause. Und das tut mir dann natürlich dann auch weh, wo ich dann sage, schade, ne? Also ist schon sogar so ein bisschen Eifersucht ist auch schon da. Weil Eifersucht. Weil du eigentlich, du würdest gern an seiner Seite jeden Tag sein. Ja, das. Du kennst du ja seine Frau, seine Partnerin auch sehr gut, ne? Ja, genau. Und das ist ja das andere das Problem. Also ich bin jetzt 4 Monate mit ihr zusammen und in diesen 4 Monaten war ich natürlich auch mal bei ihr mit dem Kind besucht. Ich bin mit ihr einkaufen gegangen und sie hat auch immer diese Andeutung gemacht, sie hätte das Gefühl, dass er ihr fremd gehen würde oder so. Ach, etwas. Aber hat überhaupt keine Ahnung, dass du sein könntest. Genau, und jetzt momentan ist diese Ahnung bei ihr wohl da, weil jemand ihr per SMS geschrieben hat, dass wir etwas miteinander hätten. Oh, das heißt jetzt ist das Misstrauen gesät. Genau. Daraufhin hat sie mich angerufen, mir gemailt, ob das alles wahr ist und so. Und ich habe ihr gesagt, das stimmt nicht, wir sind nur gut befreundet. Mhm. Und so verstrickt sich die Lüge immer weiter, ne? Ganz genau. So, er muss etwas tun, Melanie, er. Und wenn der jetzt bisher noch nicht im Mund aufgekriegt hat, in den letzten 4 Monaten, dann musst du ihn jetzt dazu zwingen, dass er redet. Und ihr müsst darüber reden, über diese Situation, die immer komplizierter für euch wird. Das Problem ist ja da, wenn ich ihm sage, ich will ihn ja auch nicht vor eine Wahl stellen, weil ich ihn ja jetzt auch nicht mehr verlieren möchte. Ja, aber du musst jetzt zumindest mal erstmal anfangen, mit ihm zu reden, wie er sich das vorstellt, wie das weitergehen soll, was darauf, das ist. Darauf sagt er mir immer nur, ja, es soll so bleiben, wie es momentan ist. Nee, so, genau so kann es eben nicht bleiben. Weil das ist ja noch ein Problem. Er ist Marokkaner. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie sich in dieser Religion auskennen. Das geht nicht so einfach, mit einer Frau ein Kind zu zeugen und dann zu sagen, tschüss. Aber auch es geht, aber Eltern her. Ja, aber es geht sehr einfach, dann mit einer anderen Frau ins Bett zu steigen. Ne? Das geht dann so einfach. Ja, er sagt mir auch, ich frage ihn, weil diese Eifersucht da ist, schläfst du mit ihr? Oder was hast du gemacht mit ihr? Und er sagt immer, da ist gar nichts, ich schlafe momentan nur mit dir. Und er sagt mir auch, dass er mich liebt, dass er gerne bei mir ist. Pass mal auf, Melanie, das wirft ja auch kein gutes Licht auf ihn. Religion hin, Religion her. Das ist kein ordentliches Verhalten, was er da in den Tag legt. Du musst ihn auch mal kritisch sehen, du musst ihn auch mal ein bisschen objektiv sehen. Das, was er da macht, auch du könntest eventuell rein theoretisch in der Rolle von dem Mädchen sein, von seiner Partnerin. Hast du denn den Eindruck, dass er auch verliebt in dich ist? Den Eindruck habe ich schon. Ja, wobei man da vorsichtig sein muss. Wenn man selbst verliebt ist, dann sieht man alles durch die rosa-rote Brille und es könnte ja, ich will es dir, man kann es ja mal so sagen, es könnte natürlich auch sein, dass er da seine Ehe hat, die wie auch seine Beziehung hat, die wie auch immer verstrickt ist und begründet ist.
die er weiterlaufen lassen will sogar und dich so als nettes Nebenangelegenheit hält. Genau, das ist meine Angst, die ich immer habe. Ich denke immer, stellst du ihn zur Rede und vielleicht verlierst du ihn dadurch und hast du ihn gar nicht mehr. Mhm. Einfach ruhig habe ich Angst, dass es vielleicht ein Jahr noch so weitergeht oder noch ein paar Monate so weitergeht, ich mich vielleicht noch mehr in ihn verliebe und dann macht er einfach Schluss. Ja. Ich habe einfach Angst und ich habe aber auch vielleicht die Hoffnung, wenn ich länger mit ihm zusammenbleibe, dass er sieht, dass ich vielleicht die Richtige bin und nicht sie, dass er dann sagt, pass auf, ich trenne mich von ihr und nicht von dir. So, ich finde, dass man immer so nach einer gewissen Zeit hat man das Recht, als dritter Mensch, und du bist jetzt die Dritte da im Bunde, zu sagen, ich möchte Klartext hören von dir. Ich kann so nicht weiterleben. Ich stehe völlig beschissen danach. Ich stehe völlig beschissen vor seiner Partnerin, ne? Das ist für dich ja auch eine ganz blöde Situation. Ja, klar. Ich sitze da, hab die Kleine von denen auf dem Arm genau. Und sie erzählt mir ihre Probleme mit ihm. Genau. Und im Endeffekt sage ich ja, tut mir leid, aber denk mir auch, ist nicht mein Problem. Ich bin mit ihm zusammen und schlaf mit ihm. Ja. Ich finde schon, dass du ihn über kurz oder lang, vielleicht schon bald, durchaus vor die Alternative stellen solltest. Entweder ich oder sie. Und wenn du ihn dann ganz verlierst, dann sagt das ja auch sehr viel aus über seine Gefühle. Dann ist es eigentlich auch ganz gut, dass du ihn verloren hast. Denn wenn du dich jetzt noch längere Zeit, vielleicht noch ein Jahr oder zwei Jahre, dich in dieser Rolle hältst, in der du da bist, wirst du immer unglücklicher. Du wirst immer unglücklicher und hast immer ich mehr... Ich merke es ja auch schon, wenn er sich zwei Tage oder so... Ja, du bist in so einer Abhängigkeitsrolle. Du sitzt da und hoffst, dass da ein Krümelchen vom Tisch runterfällt, dass du das mitbekommst. Und kannst selbst gar nicht aktiv sein und es ist so eine verletzende Situation für dich. Ja, na klar, wenn er bei ihr bleiben muss, wegen der Kleinen geht schlecht oder so. Und wir haben uns einen Tag nicht gesehen und dann kommt noch der zweite Tag dazu. Ich sage Ihnen ehrlich, ich sitze zu Hause und fange an zu weinen, weil ich ihn so vermisse. Vielleicht ist es ganz einfach für ihn auch so eine praktische Geschichte, einfach nebenher noch Sex zu haben, völlig unverbindlich und seinen Alltag so weiterlaufen zu lassen. Nein. Ich habe das manchmal auch dieses Gefühl, dass er denkt, so ja, wenn er gerade Lust hat, mich zu sehen, ja, dass er dann vorbeikommt. Genau. Und ansonsten, wenn ich ihn sehen möchte, dass ihn das nicht interessiert. Ja, siehste. Also. Aber manchmal ist es auch so, wenn es mir schlecht geht und ich rufe ihn an, dann kann ich mich hundertprozentig auf ihn verlassen. Er sagt dann sofort, ja, ich komme. Ja. Oder er ist dann für mich da und wenn es nur am Telefon ist, aber er ist für mich da, er hört mir zu, ob sie da ist oder nicht. Und also, Melanie, ich finde, dass du ihn vor die Alternative stellen kannst. Wann du das machst, musst du entscheiden. Musst du selbst entscheiden, ob du es morgen schon machst oder ob du noch einen Monat wartest. Nur so kann es auf Dauer und darf es auf Dauer nicht weitergehen. Das ist für dich, für dein Leben und für deinen Rückgrat so. Ist es einfach alles nicht gut, weil du bist gezwungen mit zu lügen und stehst schlecht da. Ja, na klar, aber im Endeffekt habe ich auch Angst, dass es irgendwann alles aufschlägt. Ne? Eben. Genau. Weil dann stehe ich ja auch blöde da. Das ist ja auch blöde. Ich wusste, dass der eine Beziehung hat, ich wusste, dass er ein Kind hat. Und ich war noch so dreist und setze mich mit seiner Freundin dahin am Tisch, esse, koche mit ihr, gehe mit ihr einkaufen, höre mir ihre Probleme an und also, ich Melanie, sag immer dieses schlechte Wissen. Ja, meine Meinung habe ich dir klar gesagt. Mhm. Okay. Okay. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.38 Uhr und 38 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Musikpause. We'll be right back.
1.39 Uhr und 47 Sekunden. Hier ist Radio 1 live mit der Telefontalkshow Domian. Heute mit der freien Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ruft an 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Zweiter Versuch mit Lars, der vorhin schon mal da war. 33, ja, beziehungsweise Technik. Nicht da war. Hallo Lars. Ja, die Technik, hallo. Schön, dass du da bist. Hallo Jürgen, jetzt hat es endlich geklappt. Ja. Eben wart ihr irgendwie verschwunden, egal. Um was also, geht's? Es geht um Folgendes. Du hattest vor zwei Tagen, ich denke mal in der ersten Viertelstunde deiner Sendung, einen Menschen dran, der hatte riesige Probleme mit Haarausfall. Ja. Du kannst dich erinnern. Ja, sehr gut, ja klar. Sehr gut, ja, ja wunderbar. Mhm. So ein ähnliches Problem hatte ich auch. Das nannte sich kreisrunder Haarausfall. Kreisrunder Haarausfall? Das richtig. Heißt, man kriegt eine Plaid oben als Kreis oder wie? Nee, das nee. Ist nicht am Kopf, das ist am Bart gewesen. Aber das ach gibt's so. Auch auf dem Kopf. Aha. Das gibt's sowohl auf dem Kopf als auch am Bart und ich weiß nicht, ob noch andere Körperstellen betroffen sein können, da habe ich keine Ahnung. Also du hattest kreisrunden Haarausfall am Bart? Richtig, genau so. Was heißt das? Dass da so kleine, so wie Münzen große Kreise rausfallen oder wie? Naja, da fallen keine Hautschuppen raus. Also es ist wirklich Stellen, das wird etwas lichter und irgendwann mal ist das wirklich nackt wie ein Babypopo. Ja. Und zu dem Bart, der normal wächst, ist dann relativ scharfer Rand. Du hast eine total blanke, nackte Stelle und dann hast du wieder einen ganz normalen Bart. Ja, sieht nicht schön aus. Nee, sieht schön aus. Mhm. Man kann natürlich ganz locker rasieren, dann sieht es natürlich kein Mensch, aber man sieht natürlich auch, am normalen Bart siehst du ja, dass da immer ein bisschen dunkler als vorher. Ja, verstehe. Mhm. Das ist dann schon an den Stellen heller. Also ja. Man sieht es schon, selbst wenn man sich rasiert, aber es fällt natürlich nicht so auf. Ja. Gut, aber da gibt's die Lösung für. Und das ist bitte schalt doch mal dein Radio ganz runter. Ich höre mich immer... Ehrlich? Das ist aus. Ja, das ist aus. Dann ist das hier irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung, aber das ist auf alles ist aus, ja. Okay. Ja, und da gibt es eine Lösung für, die ist so trivial wie witzig. Ich bin da einige Jahre bei einer Hautärztin gewesen. Mhm. Die hat mir ein Medikament geschrieben, das hat alles nichts geholfen. Dann habe ich einen zweiten zu Rate gezogen. Also diese ganz normale Medizin habe ich da mal über Bord geworfen und habe gesagt, okay, das bringt nicht. Ich muss jetzt damit leben und das ist auch in Ordnung so. Und dann bin ich irgendeines Tages, musste ich mal montags zum Friseur, warum auch immer, ich glaube, das war eine Familienfete, ich wollte einfach gut aussehen und meine Haare mal wieder ordentlich schneiden lassen. Mhm. Und montags haben irgendwie, warum auch immer, nur türkische Friseure auf. Mhm. Ich ging also in diesen Laden rein, der guckte mich an, guckte mir natürlich auch in mein Gesicht und sah diese Löcher und sagte, du, ich hab da was für dich. Oh, das ist kreisrunder Haarausfall, hat er gesagt. Naja, gut, es war... Ein Türke, der etwas älter war, ja. Er konnte nicht so wahnsinnig gut Deutsch. Sein Sohn, der hier auch aufgewachsen ist, konnte das wesentlich besser. Gut, und jetzt bin ich gespannt, was der Türke für ein Heilmittel hat. Er hat das nicht so benannt, genau. Mhm. Das funktioniert folgendermaßen. Er rasiert diese Stelle. Mhm. Da ist zwar nichts, aber er rasiert sie so ein bisschen blutig. Du kennst das ja, wenn du dich rasierst, da kommen aus den Poren, quellt so leicht Blut heraus, mhm. wenn man vielleicht ein bisschen härter rasiert. Und genau das macht er. Bis diese Stelle... relativ rau ist, dass da aus den Poren ein bisschen Blut rauskommt. Und dann kommt da eine Tinktur drauf, die, so erzählte er mir, besteht aus Knoblauch, Salz. Und ich finde, dass sie ganz furchtbar nach Essigessenz riecht. Aha. Gnadenlos scharf. Ja. Und du verätzt dir die Nase, wenn du sie da reinhältst. Ja, du verätzt dir doch wahrscheinlich auch das Stückchen Haut, ne? Wenn ich... Ja, aber hallo. Bah. Er tut das da drauf. Ja, und du schreist. Ja, aber wirklich. Also ja. Du kannst die Wand hochgehen, ja. Schmerzen sind das. Ihr sagt bloß, danach ist der Bart wieder gewachsen. Naja, lange Rede, kurzer ja. Sinn. Was dann passiert, die Schmerzen dauern wirklich nicht lange an, das sind so 5 Sekunden, die muss man dann mal einfach aushalten. Ja. Und dann gibt er dir noch so einen getränkten Wattebausch mit, den du ein paar Stunden draufhalten sollst. Du darfst dich auch nicht waschen dabei, das muss gut einwirken. So sind die Haare wieder gewachsen? Ja, klar. Unglaublich. Wir sind gewachsen. Du rennst durch die Stadt mit diesem blutigen Gesicht rum. Alle Leute gucken dich an, als ob du wirklich... Wie lange hat das denn gedauert, bis die Haare wieder wuchsen? 3 Wochen. 3 Wochen. Und die wachsen permanent jetzt weiter, oder? Sagen wir mal so, die Stellen, die offen waren, die sind wieder zu, aber es kommen neue. Genau. Mhm. Zurzeit habe ich wieder 2, weil ich einfach ein bisschen zu faul bin, da hinzugehen, ehrlich gesagt. Wie lange liegt das denn zurück, dass er das gemacht hat? Sommer. Sommer. Und die Stelle ist immer noch gut bewachsen? Die Stelle ist immer noch gut bewachsen, mhm. Genau. Ja. Du weißt natürlich wieder nicht, ob das bei jedem Haarausfall wirkt. Und vor allen Dingen, nein, ob es auch vom Kopf wirkt, ne?
Weiß man also, nicht. Ich glaube, wenn das auf den Kopf wirken würde, wäre dieser Mann ein steinreicher Mann. Dann könnte er seine Tinktur in der ganzen Welt verkaufen. Das weiß ich nicht genau. Es gibt mit Sicherheit Arten von diesem Haarausfall, die er behandeln kann, und andere Arten vielleicht nicht. Bestimmt, ja. Also ich kenne so einen Menschen, der war auch bei ihm, der hatte das am Kopf, dem hat er auch geholfen. Das waren richtig große Flecken wohl. Und das ja, oder vielleicht ist es einfach eine tolle Naturmethode, die überliefert ist und schon eine gewisse Wirkung unter gewissen Umständen, wenn man es so einschränkend sagt, haben kann, ne? Wahrscheinlich. Ja. Also der Sohn erzählte mir, das hat er von seinem Großvater und das wird dann weiter vererbt. Ja, nicht so dumm, solche Sachen. Wie so ein Mütterchenheilmittel einfach. Gut, also wenn du jetzt weiter kreisrunden Haarausfall am Bart hast, sehe ich dich immer bei dem türkischen Friseur sitzen, ne? Oder? Richtig. Demnächst, ja. Und genau. erstmal stinkend durch die Stadt laufen danach. Genau, alles schreckt zurück, bis ich dann zu Hause bin und mich nach ein paar Stunden waschen darf, das Blut wegwaschen darf, was natürlich dann trocken und geronnen ist. Und dann bildet sich so eine Kruste, wie bei einer Schürfunde ungefähr. Mhm. Und die fällt ungefähr nach einer Woche fällt die von alleine ab. Gut, also wir können ja den Tipp geben, dass der ein oder andere, der damit Probleme hat, vielleicht mal zu einem türkischen Friseur gehen sollte. Ne? Und da mal fragen, ob derjenige vielleicht da auch eine Idee hat, ein altes Hausmittel auch weiß. Lieber Lars, danke für deinen Anruf. Bitte, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Kerstin, 21, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja. Um was geht's bei dir? Ich brauche deinen Rat. Und das betrifft meine beste Freundin. Es ist die Frage, soll ich dir verzeihen oder soll ich dir nicht verzeihen? Raus damit mit der Geschichte. Also meine beste Freundin hat letzte Woche Donnerstag, also eher gesagt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ist mit dem Mann im Bett gewesen, den du gerne auch willst. Ja, ich würde schon sagen, ich habe mich in den verliebt. Ja. Aber da ist noch nichts passiert zwischen euch? Nein, noch gar nicht. Aber du bist auch scharf auf ihn? Richtig. Und die beste Freundin heißt wie? Sabrina. Sabrina. Und Sabrina ist offensichtlich auch scharf auf den gewesen zumindest. Ja, anderthalb Tage vorher noch nicht. Ja, so ist das bei euch Frauen, ne? Ja. Heute so, morgen Hü und heute hot, ne? Oder so. Ja, also ne? Bei ihr schon, bei mir nicht. Nein, bei dir natürlich nicht. Du bist ja natürlich die Ausnahme, ist mir klar. Natürlich. So, jetzt hat Sabrina mit dem tollen Typ gepennt. Ja, sie sagt nein, aber ich meine, ich weiß es nicht. Ja, wie kommst du denn auf die Vermutung? Weil ich bin im Wohnzimmer eingeschlafen und eine andere Freundin von mir auch. Und morgens früh kamen sie zusammen aus dem Schlafzimmer, spärlich bekleidet. Ach, die beiden kamen zusammen in deiner Wohnung war das? Nein, in der Wohnung von der Sabrina. In der Wohnung, ach so, und dann kamen die beiden morgens und ihr habt das gesehen, spärlich bekleidet aus dem Schlafzimmer. So ungefähr, Sabrina ja. Aber wiederum sagt, ach, wir haben doch nur nebeneinander gelegen. Da ist gar nein, nichts nein, also sie hat schon gesagt, sie haben geknutscht und dann hat sie irgendwann gemerkt, dass sie da was Falsches macht und hätte das denn alles beendet und dann wären sie einfach nur nebeneinander eingeschlafen. Und du glaubst das nicht? Ich glaube das natürlich. Ich muss dazu auch sagen, dass sie erst um 3 Uhr nachmittags aus dem Schlafzimmer rauskam und die ganze Zeit die Türe geschlossen war. Hast du was gehört? Vielleicht leises Schönen oder so? Nee, ich wollte es aber auch, glaube ich, nicht. Schrille Lustschreie? Nein. Gar nichts. Nein. Ist denn Sabrina jetzt, nachdem es geschehen ist, verliebt in den? Weiß ich nicht, aber es interessiert mich auch, gerinde gesagt, nicht, überhaupt nicht. Mhm. Also sie sagt, sie hat mir dann irgendwie Samstag eine SMS geschrieben und meinte dann so, was ich denn hätte, warum ich mich nicht bei ihr melde. Und dann habe ich ihr nur gesagt, ich sag mal, du hast mit dem rumgemacht. Du willst ja nicht allen Ernstes wissen, was ich habe. Und dann kam direkt so, ja, tut mir leid. Und ich weiß, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Und wie kam das denn überhaupt, wenn ihr alle zusammen da in der Wohnung wart? Dann warst du doch auch in Baggerstimmung, dass die beiden dann in dem Schlafzimmer verschwunden sind. Ja, das war ein bisschen Alkohol und ein bisschen müde. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass er sich für dich auch interessiert oder bist du? Wir haben uns in den letzten, also ich kenne ihn seit August und wir haben uns in den letzten drei, vier Wochen sehr, sehr gut verstanden, fast jeden Tag gesehen und so. Und aber noch nichts gelaufen? Noch gar nichts. Händchen gehalten? Nein, auch noch nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, dass er kurz vorher mit seiner Freundin Schluss gemacht hat, mit der er 3 Jahre lang zusammen war. Ja. Und Sabrina und er, die haben sich vorher nicht so oft gesehen. Nein, ich habe ihr den ja natürlich vorgestellt, wie das Freundin ja so macht. Ah. Ich bin zu denen und dazu sagen, das war jetzt auch schon das dritte Mal. Ach so. Ja. So ist sie drauf, dass sie schnappt ihr die Männer weg. Ich bin jetzt seit 5 Jahren fast mit ihr befreundet und
sowas war doch nie da und das ist, wir sind uns noch nie in die Quere gekommen und gar nichts. Ja, aber offensichtlich doch dreimal schon, hast du gerade gesagt. Ja, mit dem ersten, den fand ich halt toll und sie hat sich für einen anderen interessiert, der andere hat sie abserviert, so nee, geht nicht und dann fing sie mit dem an, den ich toll finde, so SMS zu schreiben, so von wegen, ja, kannst mich ja besuchen kommen und so. Aber sie hat mir gesagt, es wäre alles nur ein Spaß gewesen und hin und her und das sollte ich ja nicht ernst nehmen. Aber der Kerl hat es natürlich ernst genommen. Also, ich war gerade geneigt, am Anfang zu sagen, na gut, komm, ist vielleicht so einmal und so. Aber wo du jetzt sagst, das ist schon das dritte Mal, finde ich das auch gar nicht mehr so lustig, ehrlich gesagt. Ja, und das zweite Mal ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Aber da habe ich es einfach mal auf den Alkohol geschoben, weil wir hatten beide sehr viel getrunken und dann haben wir bei dem halt geschlafen und ich lag dann sogar noch daneben. Und du hast das mitbekommen? Nee, ich bin eingeschlafen. Und die haben neben dir? Sind dann aber auch netterweise irgendwann ins Wohnzimmer gewandert. Hat denn Sabrina, deine beste Freundin, in den letzten Wochen das mitgekriegt, dass du sehr interessiert bist an dem Typ? Die wusste das, ja. Die wusste. Ich habe ja gefragt, ich so, was soll ich machen? Und so, und jetzt pass auf, jetzt hört der Spaß schon doch für mich auf. Wir haben jetzt da so locker drüber geredet. Ich finde, das ist das absolute Tabu, dass ich die Finger von den Lovern von meinem besten Freund oder der besten Freundin, das ist Tabu, das ist absolut Tabu. Und vor allen Dingen, wenn ich dann auch mit meiner besten Freundin drüber gesprochen habe, ist das ja so ein richtiger Vertrauensbruch. Natürlich, finde ich. Ein wirklicher Vertrauensbruch. Würde das an deiner Stelle aber wirklich jetzt auch Spuren in der Freundschaft hinterlassen. Wenn das zum dritten Mal schon passiert ist, wäre das nicht mehr meine beste Freundin. Ja, das ist einfach scheiße. Das ist ja für die nächsten Male, musst du dir ja zehnmal überlegen, soll ich dir das sagen, soll ich die zusammenbringen und so weiter. Ja, eben, genau. Und ich habe mir echt den Kopf zerbrochen, war tierisch down am Freitag, konnte man mit mir gar nichts mehr anfangen, weil ich war nicht sauer, ich war einfach nur wahnsinnig enttäuscht und habe auch noch mit ein paar Freundinnen telefoniert. Ja. Aber die kennen uns beide und die eine hat dann gesagt, ja komm, verzeih ihr, die andere hat gesagt, tritt ihr in den Arsch und... Ich würde ihr auch in den Hintern treten und erst mal gut auf Distanz gehen. Ja, das habe ich ihr sowieso schon per SMS. Auf jeden Fall. Mal sehen, vielleicht... kann sich nochmal eine Chance ergeben, aber erstmal wäre ich bedient von der Freundin. Das macht man einfach nicht. Das macht man nicht. Das ist, also wie gesagt, wenn man eng befreundet ist, ist das Tabu. Wenn der andere mit jemandem irgendwie anbandeln will, hält man die Finger davon. Genau, okay. Lässt man die Finger davon. Also jetzt sei hart gegenüber Sabrina. Ja, werde ich machen. Wenn sie vielleicht auch sonst ganz nett ist. Ja, eigentlich sonst, ja. Ja, aber das ist schon sehr ärgerlich. Ich meine, du bist dabei, dich zu verknallen und sie geht mit dem ins Bett, auch wenn da nichts passiert ist. Ja, genau. Und vielleicht ist sogar was passiert. Und sie traut sich das nicht zu sagen. Wahrscheinlich. Ja, ich meine, klar, wir müssen in einem besseren Licht dastehen, ne? Genau. Aber, wahrscheinlich ist doch da was passiert. Denke ich auch, ja. Ja, ich denke das auch. Also, erstmal nicht verzeihen. Ein bisschen zappeln lassen und auf Distanz gehen. Ne? Ja, das mache ich. Gut, Kerstin. Kann ich noch ein Autogramm von dir haben? Ja, leg mal auf. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, super. Okay, danke. Tschüss. Jessie, 19. Ein Mann, eine Frau, eine Frau. Jessie. Hi. Hi. Um was geht's? Und zwar geht's darum, dass ich seit 3,5 Jahren mit meinem Freund zusammen bin. Ja. Und wir seit 5 Monaten zusammengezogen sind. Ja. Und seitdem verstehen wir uns überhaupt nicht mehr. Warum? Vorher habe ich das nie gemerkt. Also... das kristallisiert sich jetzt erst nach und nach heraus. Er ist ein totaler Egoist. Oh. Er verletzt mich mit seinen Sprüchen. Er denkt nur an sich. Er denkt nur an Fußball. Er denkt nur an Freunde und an Alkohol. Das klingt nicht gut. Und das hast du vorher nicht mitbekommen? Nee, es war... keine Ahnung. Also wir waren immer total glücklich. Und, wahrscheinlich fallen dir aber jetzt im Nachhinein aber auch schon Situationen ein von früher, die du vielleicht gar nicht so registriert hast. Kann das sein? Ja, ein paar, aber da dachte ich dann so, naja, genau. Okay. Ja, da wischt man das so weg und wenn man dann nicht so nah auf der Pelle sich sitzt, dann vergisst man das auch wieder. Ja. So, seit 5 Monaten zusammen. Das heißt, da sind schon viele Spannungen zwischen euch und ihr streitet auch. Ja, also sehr extrem. Sehr extrem. Also es ist bei mir so, dass ich jetzt schon sehr stark, also dieses Gefühl habe, einfach da raus zu müssen, weil ich denke, ich gehe da sonst unter. Weißt du, wenn du mir sagst, ohne mir sogar jetzt Beispiele zu nennen, oder gerade bevor du es genannt hast, dann die Beispiele, wenn du mir sagst, das ist ein richtiger Egoist,
finde ich das schon so schlimm. Und das finde ich so ein schlimmes Urteil über jemanden, wenn man das sagt, dass man fast alles schon vergessen kann. Ja, ich finde eh, das ist die schlimmste Eigenschaft, die Menschen haben, zu egoistisch zu sein. Ja. Und gerade in Beziehungen nur sich zu sehen und keine Rücksicht zu nehmen und nur die eigene Nummer zu fahren, das finde ich so widerlich letztendlich. Und so unliebenswert ist das. Es fällt aber so schwer. Also es sind ja nun mal dann 3,5 Jahre und es gab auch wirklich schöne Zeiten. Und die erste große Liebe wahrscheinlich, ne? Wenn ihr streitet, dann begründest du das ja auch. Und du sagst ja wahrscheinlich, du bist mir zu egoistisch, du denkst nur da an die Sachen und an dein eigenes Wohl. Ja, klar, ich bringe ihm ständig Argumente. Wie geht er damit um? Wischt er das weg, oder? Nein, also wenn er schlecht drauf ist, sagt er, ach, du verstehst mich gar nicht, damit war es gegessen. Und wenn er dann halt auch weiß, dass er irgendwie Mist verzapft hat, oder das immer wieder vorkommt, dann sagt er schon, ja, ich weiß es doch und es tut mir ja auch leid. Aber mit diesem, es tut mir ja auch leid, kann ich nicht mehr leben. Es ist einfach wichtig wäre ja nicht dahingesagt. Ja genau, wichtig ist ja nicht nur zu sagen, es tut mir ja auch leid, sondern wichtig ist, als Partner zu spüren, er verändert auch etwas und er geht gegen diese Verhaltensweisen an. Ist das so? Ja, genau. Mhm. Ich möchte es einfach nur merken, dieses Gefühl haben. Was war für dich das Schlimmste in den letzten Monaten an Vorkommnissen? Da gab es zwei Punkte. Einmal geht es ums Geld. Mhm. Und zweitens geht es darum, dass er noch nicht mehr in der Lage ist, wenn ich Probleme habe oder Problemchen, mir einfach nur zuzuhören, für mich da ist. Dann will er Fernsehen gucken oder rausgehen oder. Genau. Was ist mit dem Geld? Das ist einfach, es fängt mit Kleinigkeiten an, als wir eingezogen sind, GEZ-Gebühren zu zahlen. Mhm. So, da ich beruflich immer in Bonn bin und sonst was, muss ich dann halt, habe ich gesagt, pass auf, erledige du das bitte. Mhm. Ich kam nach Hause, da lag dann schon zweite Mahnung. Ich so, was ist das denn hier? Ja, Also ist er nur nachlässig oder ist er geizig, dass er Angst hat, dass wir von seinem Geld irgendwie abgebucht? Nee, er hätte sowas vergessen. Er hätte sowas einfach vergessen. Dazu muss ich sagen, er verdient mehr Geld als ich. Mhm. Und, ist er denn auch geizig, also kleinlich in Geldangelegenheiten? Dass er alles genau aufrechnet und so? Also so nicht. Er gibt's ja gar nicht erst für andere aus. Er gibt's ja sich aus, dass andere gar nicht erst da rankommen. Ja, aber wenn ihr zusammen wohnt, dann, man muss einkaufen fahren. Rechnet er genau auf hier, ich kriege jetzt von dir so und so viel Geld oder heute bezahlst du, morgen bezahle ich? Er rechnet gar nicht auf, ich bezahle. Ach so, so ist das. Weil er hat ja kein Geld und er hat wirklich keins, weil sein Konto ist komplett leer. Obwohl du gerade gesagt hast, er verdient viel gut. Ja, genau, aber es liegt daran, dass er dann am Wochenende mit seinen Fußballkumpels, mit seinen Freunden weggeht, anstatt vielleicht 30 Euro mitzunehmen, nimmt er 70 Euro mit. Mhm. Also, so, du bist rundherum unzufrieden. Ja. Mhm, rundherum. Und hier steht es eigentlich schon bis oben, nach 5 Monaten. Ja. Hast du ihm gesagt, dass du eigentlich keinen Bock mehr hast, dass du ausziehen würdest wollen? Ja. Und was sagt er? Naja, dann fängt er an, traurig zu werden und meint, nein, das möchte er auch nicht. Oh. Und sonst was. Da denke ich auch mittlerweile, da sage ich auch so, sag mal, was soll das denn? Jesse, ich finde, dass du alles Recht der Welt hast, wirklich die Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, ich habe da keinen Bock drauf, ich ziehe wieder aus und dann gucken wir weiter, ob wir noch zusammen sein können, aber ich will erstmal wieder eine räumliche Trennung. Finde ich, hast du völlig das Recht zu. Gib ihm noch eine Chance, gib ihm noch einen Warnschuss ab und sag, wenn das sich nicht ändert, bin ich nächsten Monat draußen. Ja. So, ich habe keine große Hoffnung nach dem, was du erzählt hast, dass er sich berappelt. Aber vielleicht doch. Aber eine Chance gib ihm noch. Und dann geh. Dann geh raus, hol dir eine eigene Wohnung oder zieh zu deinen Eltern wieder, weiß ich was. Das ist so schwer. Ja, es ist schwer. Aber ich glaube, ehe man sich da noch zerfleischt und zermürbt und es nur noch die Hölle wird. Mhm. Man ist ja auch mit so viel Hoffnung da rangegangen. Vielleicht kann man ja so, vielleicht könnt ihr vielleicht sogar noch eure Beziehung retten, indem ihr erstmal wieder auseinander geht und das alles ein bisschen vorsichtiger angeht. Aber wenn du so grundsätzlich das Gefühl hast, der ist nicht erreichbar und der kümmert sich nicht um das, was ich sage, ich rede da letztendlich auch gegen Wände an,
ist das natürlich schlimm. Mhm. Jetzt muss ich Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Alles klar. Alles Liebe, Jessie. Tschüss. Tschüss. In der Technik Malte E-Mails. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer feinen Themennacht. Ich freue mich auf euch. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht oder eine schöne Nacht und sage Tschüss und Bye-bye. Bis morgen.